vor den Sport noch ein bisschen Entspannungszeichnen angesagt. Guck mal, das sind so eine Aquarellstifte. Die sind richtig cool. Eigentlich war ich nie ein Buntstift-Fan und auch nicht so extrem der Farben-Fan. Eher so der Schwarz-Weiß-Maler oder Zeichner. Das feuchtet man jetzt an. So. Ich nehme jetzt einfach mal Spucke. Und dann zieht man das so rüber. Guck mal, voll cool. So. Da kann man so richtig schön verblenden und so. Ich weiß nicht. Also ich finde die richtig cool. Das hier habe ich gemalt und das hat mein Mitlaster gemalt. Der versucht sich da jetzt auch schon ganz stark im Miteinander mit den Farben spielen und so. Finde ich gut. Ja, normalerweise wollte ich jetzt zum Sport, aber mein Sportstudio ist immer so total überfüllt. Das ist ein ganz kleines. Und das macht dann immer keinen Spaß, wenn man da keinen Platz zum Umziehen hat. Ich werde da immer so ein bisschen von den Rentnerinnen umgekachelt und die Berliner Omis kennen da keine Gnade. Die sind da nicht so. So wie eine dörfliche Omi. Ist mir mal aufgefallen. Die Berliner Omis, die sind schon schön ruppig. Und dann dachte ich mir, okay, die werden ja bestimmt dann bald um die Mittagszeit rum ihr Mittagessen gehen, essen gehen und dann schlafen gehen. So, guck mal, wie cool es geht. Macht echt total Spaß, mit den Farben so ein bisschen rumzuspielen. Dann werden wir mal noch etwas meditatives Zeichnen betreiben und danach geht's zum Sport. Vielleicht kann ich ja nachher mal ein paar Sportübungen filmen. Wenn es nicht ganz so überfüllt ist, wollte ich eigentlich die letzten Wochen schon machen. Immer mal so ein bisschen mitfilmen. Aber das war irgendwie da gar nicht möglich. Sowas von gar nicht, weil das halt so extrem voll ist, ne? Naja, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ein Avocado-Kern muss ich ja auch noch holen, oder zwei. Hatte ich nämlich Samstag vergessen, wo ich einkaufen war. Ich bin einfach nicht drauf gekommen, was ich noch holen wollte. Aber die Avocados hole ich dann somit heute. Und dann ziehe ich auf jeden Fall ein Avocado-Bäumchen. Haha. Ja, lacht mal ruhig. Ich werde einen Avocado-Baum haben. So viel steht fest, ja. Übrigens, das Mikro ist richtig cool. Gefällt mir. So, bis gleich dann. Jetzt geht's zum Sport. Ich packe jetzt meine Tasche und dann geht's ab raus. Richtig schön sonnig heute, aber es ist arschkalt. Wir rennen uns einfach warm. Ich packe jetzt meine Tasche und dann nehme ich euch mit und ich hoffe, wirklich, nee, nicht ich hoffe, ich werde heute endlich mal mein Sportvideo drehen. Ich habe mir das heute als Tagesziel gesetzt. So, jetzt kontrolliere ich mal kurz, ob ich alles habe. Weil sonst doof ist beim Sport. Ja. Schuhe, Socken. Ich fange immer ganz klein an. Bei den Schuhen fange ich immer an. Hose, die ist übrigens richtig cool. So, die trägt sich richtig cool. Das ist immer schöner an Januar, weil dann hauen die immer alle das Sportzeug raus. Okay, hier müsste ich alles mit bei haben. Und dann zugeschlagen. So. Ey, übrigens, die Seife hier ist richtig cool. Ich benutze ja gar keine Flüssigseife mehr. Zum einen, weil ich keinen Plastikmüll mehr haben möchte. Und zum anderen diese ganzen Chemikalien, die da reingemischt werden. Und die finde ich richtig cool. Probiert die mal, Lemongrass. Die riecht auch schon vom Weiten. Also da riecht euer ganzes Bad danach, ne? Richtig cool. Wer braucht schon Flüssigseife? Ich nicht. Ach ja, halt mein Trinken.
weil das Trinken, was es bei den Sport gibt, immer etwas uncool ist. So normales Leitungswasser. Normales Leitungswasser mit irgendwelchen Sirupzeugs da drin ist dann nicht so meins. Ich möchte auf meinen Körper Acht geben und daher eigenes destilliertes Wasser immer Pflicht. So, dann geht's jetzt los. Ist das ein schönes Wetter, oder? Guck mal. Kennt ihr das hier? So geile Weihnachten habe ich noch nie verbracht. Nee. Eigentlich hatte ich heute gar keine Lust rauszugehen. Aber wie sage ich immer so schön, wenn man keine Lust hat, dann tu es. Genau. Und genauso meine ich das auch, ne? Ach, ist das schön heute. Guck doch mal. Es ist wirklich richtig kalt. Aber so cool. Ich muss jetzt mal mein Mikro testen, ob das hier draußen, wenn ich draußen viel Wind habe, ob das dann auch gut funktioniert. Weil dann weiß ich, dass ich öfters Videos draußen machen kann, egal ob es windig ist oder nicht. Guck mal, was ich hier sehe. Da habe ich das allererste Video drauf gedreht und zwar da hinten. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt? Ist so eine rote Bank. Und da habe ich mir ein Vorstellungsvideo drauf gedreht. Ist jetzt schon voll komisch, weil ich jetzt schon so viele Videos in der Zeit gemacht habe. Ich meine, klar, hätte man auch mehr Videos machen können. Aber ich möchte auch nicht jeden Tag irgendwas rausschmeißen, sondern ich möchte dann meinem Impuls nachgehen, ne? Und möchte dann ein Video machen, wenn ich wirklich Lust darauf habe und nicht, weil ich es muss und dann das mit irgendeinem Zwang verbinden. Wenn ich mal eine Zeit lang Lust habe, jeden Tag ein Video vielleicht rauszuhauen oder jeden Tag vielleicht zwei, dann ist das so, aber ich möchte das so an sich nicht zwanghaft haben. Jetzt sieht man es, glaube ich, besser. Die Bank von meinem Vorstellungsvideo. Witzig. Ich kann mich ja gleich nochmal raufsetzen. Ja. Nun ist es ja doch schon wieder 2 Monate her. Und so schnell vergeht die Zeit, schon wieder 2 Monate rum. Ja, cool. Mir friert gleich die Hand ein. Echt strange. Ich muss mal kurz die andere Hand nehmen. Sieht zwar vielleicht gerade ein bisschen doof aus mit den Kabel hier, aber ich möchte euch nicht mehr meinen elendlichen Ton antun. Ich quäle euch nicht mehr mit meinem Ton. Bin ich nicht nett? Ja, und hier ist die Bank, guck mal, wo ich mir ein Vorstellungsvideo gedreht habe. Ich erkenne es kaum im Handy. Da. Halt, da. Genau. Hier habe ich gesessen und habe meine Gedanken fließen lassen. So. Und jetzt sitze ich nochmal hier. Nur mit besserer Tonqualität. Das ist schön. Eigentlich ist das Wetter viel zu schön, um jetzt irgendwo in so ein Gebäude zu gehen und da den ganzen muffigen Geruch einzuschnuppern. Ach, eigentlich.
schön heiß gewesen. Ich habe mal eine Frage und zwar ganz spontan. Plane ich gerade am 10. zum Hochhaus-Potluck zu fahren. Das ist allerdings nicht in Leipzig, sondern in der Nähe von Köln. Und da wollte ich fragen, ob einer von euch Lust hat mitzukommen oder zwei oder drei. Einer hat sich ja schon angekündigt und ich hoffe, das klappt. Und ansonsten würde ich mich ganz so freuen, wenn sich noch jemand findet aus Berlin. Vielleicht habe ich ja einige Zuschauer, die in Berlin wohnen und die gern mitkommen möchten. Das ist mit Verkleiden und wird bestimmt richtig lustig. Ja, wer Lust hat mitzukommen, der meldet sich bei mir. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so krebsrot. Ja, jetzt gehe ich ein bisschen im Laden und dann ab nach Hause. Fertig mit Einkaufen. Ich habe meine Avocados, zwei Stück, wie ihr gesehen habt, und ist immer ganz lustig. Ich werde immer auf meinen Einkauf angesprochen. Finde ich immer witzig. Geht's euch genauso? Könnt ihr mir mal mitteilen. Kommt mir manchmal vor wie so ein kleiner Alien, ja. Dabei hole ich nur Obst und Gemüse. Jo. Also, jetzt geht's nach Hause. Die Cashewkerne sind für den Rohkost-Potluck. Ich möchte ja wieder so einen Käse machen. Ein Rohkostkäse, einen fermentierten. Der schmeckt wirklich richtig super und der kam mir auf den letzten Potluck so super an. Der schmeckt ja auch gut. Genau, den bereite ich nachher noch vor. Vielleicht nehme ich euch noch mit. Mal gucken. Wird ja dann eher im Vlog. Eigentlich wollte ich nur ein Sportvideo draus drehen, aber... Naja, dann vloggen wir eben mal eine Runde, ne? Ich hatte eh schon mal überlegt, ob ich einen Vlog mache. Also ob ich mal einen Vlog mache oder öfters Vlogs mache. Ja, ich weiß ja nicht, habt ihr daran Interesse oder nicht? Mal so ein bisschen mehr in mein Leben einzutauchen. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen, ne? So, dann werde ich mal die Kamera ausschalten. Und dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Fix und fertig bin ich angekommen. Genau. Ich werde jetzt noch den Rohkostkäse vorbereiten, denn bis Samstag ist ja nicht mehr ganz so lange. Und das Rezept brauche ich euch ja nicht zeigen. Das kennt ihr ja schon. Und genau, ansonsten war es das erstmal für heute. Habe ja doch etwas mehr gefilmt, als geplant war. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wenn ihr das am Abend seht, einen wunderschönen Abend. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss.